Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute habe ich wieder ein Unboxing für euch, denn auch die Glossybox ist bei mir angekommen. Ich freue mich sehr drauf, sie auszupacken und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Glossybox kostet euch je nach Abolänge zwischen 12,50 Euro bis 15 Euro pro Monat und enthält immer 5 Beauty-Produkte, die manchmal aus dem Drogeriebereich sind, manchmal sind es aber auch welche aus dem höherpreisigen Segment. Es ist immer eine schöne bunte Beauty-Mischung in dieser Box, was mir ganz gut gefällt. Oftmals haben wir auch ein Special-Design, was die Box selbst betrifft, aber jetzt im Januar kommt sie ganz klassisch daher in diesem typischen Glossy-Box-Rosa und im Versandkarton lagen noch zwei Gutscheinkarten mit dabei, einmal von My Müsli eine und einer von HelloFresh und wir schauen uns aber hier den Inhalt einmal an. Ich nehme den Deckel mal ab und der sieht ganz klassisch auch aus und dann haben wir einmal hier diesen Blick auf das Innenleben der Box. Da ziehen wir einmal das Heft hier raus und das schauen wir uns als nächstes an. The Power of Beauty Edition, das ist das Thema für diesen Monat und das Titelbild gefällt mir sehr gut, weil mir einfach die Farben mega gut gefallen. Finde ich total gelungen. Und jetzt schauen wir mal hier in den Innentext, was sie hier so geschrieben haben, um was es in diesem Monat eigentlich so richtig geht. Herzlich willkommen im Jahr 2021, Glossy. Lange haben wir überlegt, mit welchem Motto wir in dieses aufregende neue Jahr starten möchten und wie unsere Beauty- und Pflegeroutine dabei aussehen sollte. Ein Wort ging uns dabei nicht mehr aus dem Kopf. Power. Wir wollen es wissen und energiegeladen sowie frisch den Neuanfang machen, volle Kraft voraus. Die wundervolle Produktauswahl in deiner The Power of Beauty Edition katapultiert dich auf eine kraftvolle und pure Weise auf ein neues Beauty-Level. Wie? Die Pflege-Essentials sind ideal aufeinander abgestimmt und ergeben zusammen den perfekten Pflegematch, von Reinigung bis hin zur Skincare für besonders in der kalten Jahreszeit anfällige Hautbereiche. Mach die Gedanken frei, richte den Blick auf dich sowie deine liebevolle Beauty-Routine und fokussiere das, was dir jetzt wichtig ist. Ganz egal, ob du dabei nach neuen Ideen zum Verbessern deiner Hautpflege suchst oder dich einfach mehr und gründlicher um dich selbst kümmern möchtest. Die Antworten und Inspirationen findest du in dieser Januarbox. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Vielen Dank, klingt sehr gut und wir werden jetzt einfach mal in die Box hineinschauen. Ich mache das Schleifenbändchen auf und auch das Seidenpapier. Und das ist der erste Blick in die Box. Wir sehen ein paar größere, flache Produkte, eine kleine silberne Tube. Mal schauen, was das so alles sein wird. Und ich fange einfach von oben an und nehme zuallererst dieses Produkt hier in die Hand. Das ist von Daily Concepts, das ist so ein Abschminkpad. Es ist tierversuchsfrei und vegan und da sind wohl zwei Stück drin. Das finde ich gut, denn dann kann ich vielleicht mal zwei ältere von mir aussortieren. Wir schauen uns die aber auch nochmal genauer an. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob ich von denen schon mal welche hatte. Und die fühlen sich aber mega weich an. Sie sind relativ dünn und nicht so wirklich formstabil, aber mega weich und sanft und ziemlich groß. Also damit kann man gut und gründlich, glaube ich, sein Gesicht reinigen. Finde ich sehr praktisch und mir fusselt gerade ein bisschen. Ich glaube, ich muss die erstmal waschen, bevor ich sie verwenden kann. Sonst habe ich die ganzen Fussel im Gesicht. Das nächste Produkt ist ein koreanisches, denn es ist von der Marke Tony Moly und wir haben hier eine Tuchmaske mit Acerola. Und die Tony Moly Produkte sehen ja immer irgendwie ganz besonders aus, auch was die so generell im Sortiment haben, ist alles irgendwie mit Tieren oder Früchten in Verbindung zu bringen. Das hier ist mit Acerola eine Tuchmaske und ich schaue jetzt mal kurz hier auf die Rückseite, was sie so können soll. Frisch. Diese Acerola-Maske enthält natürlichen Acerola-Extrakt mit ausreichend Vitamin C, um ihre Haut frisch aussehen zu lassen. Und dann steht da noch die Anwendung beschrieben. 20 bis 30 Minuten soll man sie einwirken lassen. Ich werde sie gerne nutzen. Und jetzt sehe ich etwas, was ich schon hier in meiner Sammlung habe. Das heißt, das hier werde ich nicht behalten, sondern irgendwann mal weitergeben. Aber ich finde das richtig cool, denn es ist von der Marke eCooking. Und eCooking hat mich im letzten Jahr total überrascht.
Ich hatte schon öfter mal Produkte von denen in diversen Boxen, aber irgendwie haben die mich vom Packaging immer nie so ganz angesprochen, weil es einfach sehr, ja, maskulin ausschaut. Und dann hatte ich mal einen Fußbalsam. Den fand ich mega gut, sodass ich den noch nachkaufen wollte, aber der war überall ausverkauft. Und dann hatte ich gesehen, dass es bei einem Konkurrenzanbieter von Beautyboxen, nämlich der Goodiebox, noch die E-Cooking Special Limited Edition gab und habe mir die einmal geholt, weil da der Fußbalsam in 100 Milliliter Größe enthalten war. Und da war auch einmal dieses Produkt mit dabei, das Cleansing Gel. Es soll sanft das Gesicht reinigen und enthält Gurkenextrakt. Das klingt ziemlich frisch. Also ich würde mir das Produkt oder werde mir das, was ich ja schon da habe, für den Sommer aufheben, weil mit Gurkenextrakt gehe ich jetzt einfach davon aus, dass es so ein bisschen auch das Gesicht erfrischen wird. Und Vitamin E ist hier auch noch mit enthalten. Und das finde ich, klingt alles sehr gut. Es ist auch vegan. Ich finde diese Marke immer spannender und freue mich drauf, verschiedene Dinge dann irgendwie mal auch auszuprobieren. Ich muss aber erst ein paar andere Sachen leer machen. Und diese Flasche hier wird dann entsprechend irgendwann mal weiter wandern, weil ich schon da habe. Und jetzt sehe ich etwas, was ich auch schon mal in ähnlicher Form, glaube ich, hatte. Das ist hier diese Flasche von Kalusan, ein Cremeschaum mit 10% Urea. Und Urea ist ja besonders, ein besonders guter Stoff, was Hautpflege betrifft. Das hier ist speziell auch für trockene Haut und für Diabetiker geeignet und ist eine spezielle Crememousse für sehr trockene Haut. Ja, ich habe, wie gesagt, das auch schon mal in einer anderen Variante ausprobiert. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was mich umhaut, aber ich werde es mir aufheben. Denn wenn ich wirklich mal irgendwo eine ganz trockene, raue, schuppige Stelle haben sollte, dann wird es unter Beweis stellen, was es so kann. Und ich glaube, das nächste Produkt ist, glaube ich, ein Goodie in diesem Monat, denn wir haben hier von Mia einen Tampon drin. Es ist für mich in Ordnung, wenn sowas als Goodie irgendwo in der Box mit dabei ist, gerade wenn vielleicht eine neue Marke auf sich aufmerksam machen möchte. Aber ist es jetzt unbedingt etwas, worüber ich mich freue? Denn wenn ich ehrlich bin, sind zumindest meine monatlichen Beschwerden immer keine leichten und ich möchte einfach nicht daran erinnert werden, weil bei mir die Menstruation immer mit Unterleibsschmerzen und Kopfschmerzen und Pickeln und Fressanfällen und was auch immer zusammenhängt. Und darum finde ich es doof, wenn sowas in der Beautybox drin ist, denn ich möchte ja schöne Dinge erleben und wenn ich da an sowas Unschönes erinnert werde, dann ist es nicht unbedingt ein Highlight für mich. Und das letzte Produkt ist eines, was auch als Sneak Peek Produkt gezeigt wurde und was anscheinend im Moment von der Marke her zumindest in verschiedenen Boxen in diesem Monat vorkommen wird. Denn wir haben hier eine Tube von der Marke Verso und in einer anderen Box, die ich jetzt gerade erst ausgepackt hatte, hatte ich eine Augencreme von der Marke drin und hier haben wir jetzt eine Gesichtscreme, eine Nourishing Cream mit Niacinamiden und 15 Milliliter sind hier enthalten und ich finde es schön, dass die Marke einfach auch verschiedene Produkte tatsächlich auf die einzelnen Boxen so verteilt hat, dass man dann einfach auch verschiedene Sachen in Kombination testen kann. Das freut mich jetzt sehr, denn ich hatte schon fast Sorge, dass ich jetzt in fast jeder Box ein und dasselbe Produkt drin haben werde. Aber so finde ich das richtig cool und ich glaube, das ist eine perfekte Winterpflege jetzt. Eine nährende Creme mit Niacinamiden. Ich werde hier mal kurz ins Heftchen reinschauen, denn ich möchte euch keinen Blödsinn erzählen. Vielleicht haben sie noch mal da etwas genauer zu den Inhaltsstoffen geschrieben. Zunächst einmal, das Produkt ist vegan, was ich auch sehr schön finde. Und das Originalprodukt mit 50 Millilitern kostet 95 Euro. Hier diese 15 Milliliter haben einen Wert von sage und schreibe 28,50 Euro und das ist echt heftig. Diese intensiv nährende Creme ist genau das, was deine Winterhaut jetzt braucht. Sie versorgt trockene Tons nicht nur mit extra Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass die Haut langanhaltend hydratisiert bleibt, sondern enthält zudem eine hohe Konzentration an Niacinamid, Haferlipiden und Ölen aus den skandinavischen Ländern.
In Kombination trägt dieser Powermix zur Verbesserung der Abwehrfunktionen der äußeren Hautschichten bei und stärkt so die hauteigene Schutzbarriere gegen kalte Luft draußen und Heizungsluft drinnen. Ja, das klingt wirklich sehr gut und wird ausgetestet und damit haben wir schon alles ausgepackt. Ich werde mit euch jetzt noch einmal hier das Heft durchschauen, denn gerade bei der Glossy Box sind die verschiedenen Inhalte der einzelnen Boxen oder die Inhalte der einzelnen Boxen doch sehr verschieden, wollte ich sagen. Und wir wollen mal hier durchschauen, was generell so in den Boxen in diesem Monat vertreten ist. Und diese Verso-Creme hat jeder drin, denn es ist als erstes Produkt und allein auf dieser ersten Seite abgebildet und dann wird das jeder dabei haben. Auf der zweiten Seite haben wir diese beiden Dinge abgebildet. Einmal diese Abschminkpads und auch das Reinigungsgel von eCooking. Darum gehe ich jetzt davon aus, dass auch diese beiden Produkte in jeder Box dabei sein werden. Auf der nächsten Seite sind jetzt schon zwei Produkte, die nicht in meiner Box waren. Einmal von Vitamask ein Jiju Green Tea Sheet Face Mask, also eine Gesichtsmaske mit grünem Tee. Klingt auch sehr interessant, hätte ich mich auch drüber gefreut. Und dann noch ein Lippenbalsam von Be Natural in der Variante Kokosmus Vanille. Das wäre jetzt nicht unbedingt ein Produkt gewesen, wo ich Luftsprünge gemacht hätte. Dann hätte drin sein können von Mixer ein Produkt. Mixer ist sehr beliebt und viele schreiben mir, dass sie die Marke sehr mögen. Ich habe da noch nicht so viel von ausprobiert und da hätte entweder eine Handcreme oder eine Gesicht-, Körper- und Händecreme in der Box sein können. Dann haben wir als nächstes von Kalusan die verschiedenen Produkte abgebildet. Ich hatte ja hier diese lilane Flasche. Es hätte auch noch drei Alternativen geben können, nämlich einmal Hydro, Rapid oder Vinum und ich hatte die Variante extra, also für die besonders trockene Haut. Und da kostet so eine Flasche auch zwischen 9,99 Euro und 10,99 Euro. Mir war das gar nicht so bewusst, dass es so teuer ist. Dann haben wir die Tony Moly Maske, die ich ja auch hatte. Und von Ghoul ein festes Shampoo in zwei verschiedenen Varianten. Ich habe bei mir hier zu Hause schon die grüne, darum bin ich ganz happy, dass ich das jetzt nicht quasi schon wieder auch mit dabei habe. Und damit sind wir einmal durch. Ich werde euch jetzt mal hier noch hier einen Gesamtwert einblenden von meinem Inhalt. Bin da sehr gespannt drauf, denn gerade eCooking, Verso, ja, das sind keine günstigen Produkte. Beim Kalusan-Schaum wissen wir jetzt auch schon, dass der ungefähr 10 Euro kostet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin zufrieden bis begeistert, würde ich sagen, in diesem Monat und bin gespannt, wie euch der Inhalt gefallen hat. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr und ihr würdet mich damit unterstützen. Und ich blende euch hier mal noch zwei weitere Videovorschläge ein. Vielleicht habt ihr ja Lust, noch ein weiteres anzusehen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis ganz bald, eure Nicole.